Ja, Philipp, wir sind jetzt hier am Abklemmen. Der Kunde hat so eine kleine Kompressorschublade und normaler Absorberkühlschrank. Da kommt jetzt alles raus. Da kommt ein großer Kompressorkühlschrank rein. Ne? Da musst du erstmal alles abklemmen und ausbauen. Jo, und dann geht's weiter. Ja, Philipp, guck mal hier. Da hat der Dirk wieder quasi ein Meisterstück abgeliefert. Ne? An sich ohne Worte, ne? Haben wir original Knausholz genommen hier oben. Der Lüftungsgitter unten, Blendrahmen vor, sauber. Einen richtig geilen großen hier Kompressorkühlschrank, der läuft schon. Der ist schon gleich kalt, ne? Jetzt gibt es warmes Bier. Kaltes Bier. Kaltes Bier, kein warmes Bier mehr und kalter Wein, kaltes Bier, so wollte ich sagen. Nein, guck mal hier, perfekt. Schön mit dem Gitter in dem Holz ineinander über. Haben wir jetzt perfekt eingebaut hier. Jo, neues Radio hat er auch gekriegt. Der Eck ist da vorne noch am Putzen, damit das Auto gleich desinfiziert. Und dann ist das Auto auch wieder fertig. Neues Radio, DAB-Antenne haben wir auch drauf gemacht. Oh, alle kennen ja DAB-Antenne, haben wir alles schon oft gehabt. Hier startet das Radio. Jo, das war's von Knaus, Kompressorkühlschrank, DAB-Antenne und viel mehr. Ja, jetzt haben wir hier ein Airstream. Das ist natürlich mal eine Besonderheit, das ist natürlich nicht ein Fahrzeug, was man jeden Tag hat. Weil hier hängt jetzt die Mover-Steuerung, alles sehr, sehr wild. Die alten Batterien, die haben wir gerade schon rausgenommen. Der kriegt eine große Kombi mit Netzumschaltung. Drei Batterien, beziehungsweise vorbereitet auf vier. Dann kriegen wir hier auf dem Dach wirklich nur ganz bedingt Solar, da haben wir 300 Watt Solar knapp drauf. Ist aber alles so ein bisschen Spezialanfertigung durch dieses leicht runde Dach. Ja. Dann müssen wir hier auch gucken, hier ist mit der Klimaanlage, hier ist ein normaler Kühlschrank drin. Das muss natürlich alles wieder umgelegt werden. Und jetzt ist hier der Sebastian, der schon mal gucken, wie die Displays. Da ist natürlich mal eine Besonderheit. Hier haben wir auch zum Beispiel die ausländische Elektrik. Das muss natürlich ein bisschen angepasst werden, dass wir das alles hier ja, passend machen. Ne? Ja. Ich finde, wie du hier siehst, jetzt sind wir hier am Gucken mit den Haltern, da müssen noch Seitenhalter ran, die müssen ein bisschen angepasst werden durch die Runde. Ist aber grundsätzlich kein Problem, lieber ein Halter mehr, nicht sparen am falschen Ende. Jo, und dann geht das hier wieder richtig zur Sache heute. Ne? Draußen ein Auto haben wir schon rausgefahren, das haben wir schon wieder fertig. Jo, so geht das rein. Und hin und her, immer durch. Ja, aber ist mal was anderes. Im ersten Umgang ist jetzt nicht so ein Fahrzeug, was man jeden Tag hat. Ne? Das ist schon mal was Besonderes. Auch eine neue Herausforderung, das lieben wir ja. Und so geht's hier weiter. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal und es geht weiter.